Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, wie Sie unschwer erraten können, ich lese das Votum von Patrick Steindl. Die Motion hat einen Hauptgrund, nämlich die für wenig und normal verdienende miserable Situation am Wohnungsmarkt. Sie hatte auch einen konkreten Anlass, nämlich die Vergabe von städtischem Land an zentraler Lage für die Erstellung von 170 schlussendlich doch eher teuren Wohnungen im Rahmen des Stadionneubaus. Und sie hat auch eine statistische Begründung. Die Initiative für 400 städtische Wohnungen wurde 1981 vom Stimmvolk angenommen, bei damals etwa 21.000 Einwohnern. Wenn man davon ausgeht, dass die Stadt Zug bis in wenigen Jahren auf 29.000 Einwohner wächst, braucht es zur Umsetzung des Volkswillens bis dann eben zusätzliche 170 Wohnungen, damit pro Einwohner proportional gleich viele städtische Wohnungen gebaut werden, wie damals gefordert wurden. Wohlgemerkt bei inzwischen deutlich verschärften Situationen auf dem Wohnungsmarkt. Soweit zur Begründung der Motion. Der Stadtrat schlägt nun vor, die Motion in ein Postulat umzuwandeln. Die Fraktion Alternative CSP akzeptiert diesen Vorschlag. Nicht zuletzt, weil der Stadtrat sich in seinem Bericht endlich zu einer politischen Grundverantwortung für bezahlbaren Wohnraum für alle Einwohnerschichten bekennt. Das freut uns zu hören. Es ist leider zu befürchten, dass wir heute von jenen, die die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkannt haben, wieder das Gegenteil hören werden. Es wäre aber sehr schade, wenn sich die Politik ausgerechnet bei einem der größten Probleme des Durchschnittsbürgers unserer Stadt als nicht zuständig bezeichnen und aus der Verantwortung stehlen würde. Andere Gemeinden haben jedenfalls die Zeichen der Zeit erkannt, um Einwohner halten zu können, die sich auch in Vereinen oder öffentlichen Ämtern engagieren, bei der Feuerwehr mitmachen und im Dorfleben beitragen, haben selbst Ortschaften wie Küsnacht oder Erlenbach an der Zürcher Goldküste begonnen, selber bezahlbare Wohnungen zu erstellen. Zur Förderung günstiger Wohnungen hat der Stadtrat verschiedene Eisen im Feuer, wie er berichtet. Die Zonen für preisgünstigen Wohnungsbau gemäß neuem Zonenplan. Als letzter Platz Land, der der Stadt verblieben ist, könnte das Areal der alten Kläranlage in eine größere Überbauung eingebracht werden. Bei einem baureifen Projekt der SBB mit Potenzial für günstige Wohnungen ist man im Gespräch mit dem Investor. Außerdem wird auch die Absicht des Kantons erwähnt, mit einer AG den Genossenschaften zu günstigem Bauland zu verhelfen. Abgesehen davon, dass dieser Entscheid noch nicht definitiv gefallen ist, möchten wir daran erinnern, dass die Stadt jetzt nach Annahme des Zonenplans über Bauland in der Gimmenen verfügt, das zum Verkauf vorgesehen ist, und dessen Erlös, so das Versprechen, ebenfalls an eine Stiftung oder AG gehen soll, die günstigen Wohnbau unterstützt. Ein Zusammenspiel mit dem Kanton ist jedenfalls zu prüfen. Die Fraktion Alternative CSP begrüßt das mehrgleisige Vorgehen und ist deshalb auch bereit, die Motion in ein Postulat umzuwandeln. Bedauernswert ist, dass die Stadt Zug tatsächlich kaum mehr über eigenes Bauland verfügt, das Genossenschaften zur Verfügung gestellt werden könnte. Wir regen an, die Möglichkeiten Göbli ebenfalls seriös zu prüfen. Nicht einverstanden sind wir mit dem Antrag des Stadtrates, das Postulat als erledigt von der Geschäftsliste zu streichen. Eine Absichtserklärung allein, selbst wenn sie schriftlich erfolgt ist, ist noch keine Erfüllung der Aufgabe. Das sollte spätestens seit Bundesrat Merz Reise nach Tripolis allen klar sein. Die Umsetzung der Volksinitiative für 400 städtische Wohnungen ist langsam absehbar. Mit dem Eisen, die der Stadtrat im Feuer hat, sollten innert vernünftiger Frist, und wir wissen aus Erfahrung, dass hier keine Wunder zu erwarten sind, innert einiger Jahre sollten auch weitere 170 günstige Wohnungen möglich sein, deren Förderung sich die Stadt auf die Fahnen schreibt.
Voraussetzung ist, dass diese Eisen im Feuer auch geschmiedet werden. Daher möchten wir das Postulat überweisen und als nicht erledigt auf der Geschäftsliste belassen, quasi als Reminder an der Sache dran zu bleiben. Besten Dank. Ich wünsche der Stadtrat jetzt das Wort. Nicht. Das Wort geht an die Fraktion, Herr Falko, und für die FDP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Es verwundert mich doch ein bisschen, dass die Alternative CSP plötzlich so viel Sympathien für die Goldküstendörfer Erlenbach und Küsnacht entwickelt. Ich finde das bemerkenswert und das freut mich. Doch nicht verlaub ist doch zu sagen, was Küsnacht und Erlenbach recht ist, nämlich auch für mittlere und tiefere Bevölkerungssegmente Wohnungen bereitzustellen, ist doch der Stadtzug schon längst billig. Bei uns ist doch die Zeit nicht stehen geblieben. Die FDP ist auch für eine familienfreundliche Stadt. Wir wollen Hand zur Schaffung für Wohnraum für alle Einkommenssegmente bieten. Wir haben geholfen, die Volksinitiative für 400 günstige Wohnungen umzusetzen. In der Bau- und Zonenordnung unterstützen wir die überlagerte Zone mit preisgünstigen Wohnungen. Private Wohnbaugenossenschaften finden wir gut. Wie man sieht, die politisch Linken haben das Bestreben nach einer pluralistischen Gesellschaft in der Stadt Zug nicht für sich gepachtet. Nun rennt aber der Vorstoß der CSP-Alternativen Türen ein, die offen stehen. Auf das Thema bezogen heißt dies, bauen wir doch zuerst die Siedlung Rost, realisieren wir die Familienwohnungen in der Frauensteinmatt, lassen wir die Menschen im neuen Wohnhof in der Hertie 6 einziehen, warten wir auf die günstigen Wohnungen beim Franziskusheim in der Schleife Nord, in Gebet Lüssi, im Rank. Allein in den letzten vier genannten Gebieten werden preisgünstige Wohnungen in der Höhe von 400 bis 600 entstehen, also weit mehr, als dieser Vorstoß nun verlangt. Damit haben wir bereits sehr viel für die Stärkung einer familien- und wohnfreundlichen Stadt eingeleitet und gemacht. Fahren wir doch zuerst die Ernte ein, bevor wir ein neues Feld beackern. Der Vorstoß der alternativen CSP kommt zur Unzeit. Wir lehnen ihn ab, sowohl als Motion als auch als Postulat. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, vieles hat mein Vorredner schon gesagt. Wie der Motionär richtig ausführt, wurden in den letzten Jahren von privaten Investoren einige hundert Wohnungen in mittleren und oberen Preislagen erstellt. Unter anderem erstellten Genossenschaften zusammen mit der Stadt Zug im Rost auch, doch auch für die Mieter günstiger Wohnungen kam den Forderungen der Linken mehr als nur zu Genüge nach. Die Stadt Zug verfügt aber auch selber noch über einige günstige Wohnungen, die sie in den letzten Zeiten auch noch teurer renovierte. Also hören Sie einmal auf, immer zu jammern. Es ist einmal genug, nur immer von der Stadt zu fordern. Spielen Sie einmal selber Unternehmer oder gründen Sie eine Genossenschaft. Nachdem Sie selber den Feldhof abgelehnt haben, was wollen Sie eigentlich noch? Sie haben es selber verhindert. Es ist auch nicht die Aufgabe des Staates, günstigen Wohnungsbau zu betreiben. Da Bauland in Zug rar ist und Sie gegen dieses verdichtetes Bauen sind, frage ich mich schon, wie man dann zu günstigen Wohnungen bauen kann. Zudem leben wir nicht mehr wie zu Gotthelfszeiten, wo das Wasser noch am Brunnen geholt und der Ofen eingeheizt werden musste. Nein, die Wohnungen werden im höchsten Energiestand mit allen Schikanen ausgestattet. Sonst können sie ja gar nicht vermietet werden. So heißt es auch noch schnell, was die Wohnung hat keinen Balkon, man kann nicht von der Garage direkt in die Wohnung gelangen und so weiter.
Diese Ansprüche stellen auch einfache Leute, aber diese sind nicht unter 2.000 Franken zu haben. Dies ist leider ein Wunschdenken von den Linken. Ich danke Ihnen. Gibt es weitere Voten aus den Fraktionen? Herr Kohalter für die CVP. Frau Präsidentin, sehr geschätzte Damen und Herren, die Fraktion erachtet unisono diesen Vorstoß doch eher als unnötig und vermutlich im Licht des kommenden Wahlkampfes zu sehen. Ich erinnere an den Volksauftrag mit den 400 Wohnungen, der nun erfüllt ist und bereits damals innerhalb der CVP-Fraktion kritische bis ablehnende Voten auslöste. Selbstverständlich wurde aber der Volkswille respektiert. Im Rahmen der Ortsplanungsrevision sind nämlich genau solche Möglichkeiten von preisgünstigem Wohnungsbau weitsichtig vorgesehen und nun erfreulicherweise durch das Volk am letzten Sonntag mit einem Ja quittiert worden. Die Fraktion unterstützt die Förderung von preisgünstigem Wohnungsbau, ist aber sehr kritisch gegenüber Forderungen von sozialem Wohnungsbau. Der Mittelstand muss und soll gefestigt werden. Da sind wir mit dem Motionär einverstanden. Die Fraktion der CVP unterstützt deshalb einstimmig den Antrag des Stadtrates, wie er vorliegt, und nimmt befriedigt Kenntnis vom vorliegenden guten Bericht. Schutz vor den Stechern und die Verkehrsberuhigung in Quartieren, wenn sie vernünftig vollzogen wird. Ich glaube, da können sehr viele dahinter stehen und hat auch vieles für sich. Ich möchte mich einfach dagegen verwahren, einfach die Automobilisten in einen Topf zu werfen. Ich glaube, die Mehrheit ist vernünftig und nimmt Rücksicht auf die Schwächeren. Besten Dank.